Tierversuche sind grausam und zudem auch noch ungenau. Deswegen sind sie ja 2013 in allen EU-Ländern für Kosmetikprodukte verboten. Aber wer tierfreundliche Kosmetikprodukte kaufen möchte, muss trotzdem genauer hinschauen. Zuerst die gute Nachricht. Rein theoretisch dürfen weder Kosmetikprodukte noch deren Inhaltsstoffe an Tieren getestet werden. Und das ist ein Riesenfortschritt. Also was ist das Problem? Inhaltsstoffe, die nicht ausschließlich für kosmetische Zwecke verwendet werden, wie zum Beispiel Waschmittel oder Wandfarbe, müssen laut EU-Recht an Tieren getestet werden. Diese Inhaltsstoffe fallen unter die Chemikalienverordnung REACH. Hinzu kommt, was sind eigentlich rein kosmetische Inhaltsstoffe? Leider werden nur 10% aller Inhaltsstoffe, die wir in kosmetischen Produkten finden, als rein kosmetisch eingestuft. Firmen, die auch in China verkaufen wollen, müssen ihre Produkte vor Einfuhr an Tieren testen lassen. Und es gibt noch weitere Gründe, warum Firmen glauben, immer noch Tierversuche machen zu müssen. Oft werden Kunden mit innovativen Inhaltsstoffen gelockt. Aber diese Inhaltsstoffe bedeuten häufig auch neue Tierversuche. Interessant dabei ist, dass freiverkäufliche Kosmetikprodukte gar nicht nachhaltig auf den Körper einwirken dürfen. Sonst wären sie nämlich Medikamente. Außerdem sichern sich Kosmetikunternehmen mit Tierversuchen ab. So müssen sie im Schadensfall keine Verantwortung übernehmen. Diese grausamen Versuche sichern also die Kosmetikunternehmen und nicht unsere Gesundheit. Die Reaktion des menschlichen Körpers auf Verträglichkeit lassen sich nicht mit denen von Tieren vergleichen. Ein gutes Beispiel sind Antibiotika. Für Mäuse harmlos und für Meerschweinchen tödlich. Tierversuche versprechen also eine gefährliche Sicherheit. Also was kann ich tun? Das Ziel ist es, weiteres Tierleid zu vermeiden. Zum Beispiel, kauf keine Kosmetika von Firmen, die irreführende Aussagen machen, wie zum Beispiel, wir führen keine Tierversuche durch. Das heißt nämlich überhaupt nicht, dass sie keinen Auftrag geben. Und tierversuchsfrei bedeutet auch nicht gleichzeitig vegan. Bienenwachs und das aus Läusen gewonnene Kamin stecken in sehr vielen Kosmetikprodukten drin. Und auch hinter E-Nummern verstecken sich oft tierische Inhaltsstoffe. Zum Beispiel ist das eben genannte Kamin E120. Generell gilt, informiert euch, schaut euch die Inhaltsstoffe an oder noch besser, schreibt den Hersteller an. Wenn ihr es einfacher haben wollt, schaut einfach hier.